Und ich möchte darüber sprechen, aber auch über die heutigen Entwicklungen mit Serap Güler. Sie ist Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Hallo, grüße Sie. Frau Güler, bevor wir auf diese Maßnahmen schauen, heute die große Meldung ist, dass es zum allerersten Mal seit der Machtübernahme der Taliban wieder einen Abschiebeflug nach Afghanistan gegeben hat. Heute Morgen von Leipzig aus 28 Straftäter aus Afghanistan sitzen darin. Hat Sie das heute Morgen überrascht? Die Bundesregierung hatte ja angekündigt, dass sie es versuchen will. Insofern finde ich es erstmal gut, dass es jetzt anscheinend auch gelungen ist, dass wieder Straftäter und Gefährder nach Afghanistan abgeschoben werden können. Den Berichten zufolge über Katar. Die Bundesregierung muss aber hier auch, um auch schneller und mehr abschieben zu können, am Ende auch mit der Taliban diesbezüglich verhandeln. Wir verhandeln mit der Taliban rund um das Thema humanitäre Hilfe. Dann müssen wir auch über dieses Thema verhandeln können. Ich war überrascht, dass es jetzt 2 Tage vor einer wichtigen Wahl ist. Ich hoffe nur, dass diese Abschiebungen auch nach der Wahl weiterhin stattfinden. Also damit wurde zumindest ein Teil der versprochenen Maßnahmen schon mal angegangen. Einen weiteren haben wir gestern gehört. Und diese Maßnahmen sind eine direkte Konsequenz aus Solingen. Die Union hatte ja bereits angeboten, man könne zusammenarbeiten. Olaf Scholz wollte das auch. Dieses Maßnahmenpaket, ist es ein gutes Fundament für die Gespräche kommende Woche? In dem Maßnahmenpaket steht nichts Falsches drin, aber es steht am Ende zu wenig drin. Die Konzentration wird komplett auf das Messerverbot gelenkt. Hendrik Wüst hat es gerade auch in seiner Rede im Landtag gesagt. Wir haben nichts gegen gegen die Verschärfung des Waffenrechts in Bezug auf das Thema Messerverbot. Aber es ist zu wenig und am Ende ist es zu viel Symbolpolitik. Es gibt viele andere wichtige Schritte, die meines Erachtens drin hätten stehen müssen. Weitere Befugnisse für unsere Sicherheitsbehörden, beispielsweise auch ganz konkret, was das Thema IP-Adressen betrifft, also das Thema Vorratsdatenspeicherung oder aber auch mehr Videokontrollen an neuralgischen Punkten. Und das klammert die Koalition komplett aus. Wir wissen, weil die FDP sich nach wie vor dagegen stellt. Das muss jetzt aber angegangen werden. Und wenn man sich die Dublin-Fälle anschaut, darauf sind Sie ja gerade in Ihrem Vorbericht auch eingegangen, dann sind die allerwenigsten Dublin-Fälle eigentlich diejenigen, wo wir sagen können, der wurde in einem anderen Staat anerkannt und ist dort leistungsberechtigt. Also wenn das, was der Kanzler da vorgestellt hat, jetzt als Dublin-Fälle sollen in Zukunft in Deutschland nur noch Bett, Brot und Seife bekommen, ist das nicht zutreffend. Auch da ist wieder mehr Schein kommuniziert worden, als was am Ende im Papier drinsteht, weil auf die allerwenigsten trifft es zu, dass sie in einem anderen Land anerkannt sind und dort auch Leistungen bekommen. Also ein erster Schritt, wenn ich Sie richtig verstehe und ja auch viele Ihrer Unionskollegen bereits zuvor. Dennoch in den letzten Tagen gab es auch aus Ihrer eigenen Partei, beispielsweise von Herrn Busbach, die Befürchtung, dass eine Zusammenarbeit am Ende doch daran scheitert, dass man viel zu weit auseinander liegt. Glauben Sie nach diesem Paket, nach der Pressekonferenz gestern, dass der Wille in der Ampel vor allem bei Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt da ist, Lösungen zu finden, damit Solingen sich noch einmal wiederholen kann? Ich glaube, das Grundproblem ist, dass der Bundeskanzler oder die Ampel sich jetzt zu sehr auf das Thema Abschiebungen konzentrieren. Das ist nicht verkehrt, aber mit dem Thema Abschiebungen werden wir dieses Problem, diese Herausforderung alleine nicht lösen können, weil immer mehr nachkommen als das, was wir als die Menschen, die wir am Ende abfliegen können. Sie kennen alle die Zahlen, die sind in den letzten Tagen auch rumgegangen. Das heißt, wir müssen jetzt als allererstes nicht die Konzentration auf Abschiebungen, die dürfen wir nicht vernachlässigen, weil die Konzentration muss vor allem darauf liegen, dass nicht mehr Menschen nach Deutschland kommen, dass wir die irreguläre Migration eindämmen und dass wir hier tatsächlich auch eine Pause brauchen. Denn ich habe lange Integration gemacht, wie Sie wissen, ich habe immer gesagt, Integration funktioniert nicht nur mit einem Dach über dem Kopf und einer warmen Mahlzeit. Unsere Kapazität, um die Menschen, die schon hier sind, auch wirklich integrieren zu können, ist längst über dem Limit. Also es funktioniert eigentlich gar nichts mehr. Schauen Sie sich die Schulen an, schauen Sie sich die Kitas an, schauen Sie sich die Wohnsituation an. Und deshalb ist es hier am Ende auch nur ein Ablenkungsmanöver, wenn man sagt, wir konzentrieren uns jetzt auf Themen wie Messerverbot oder Abschiebungen. Die Konzentration muss ganz klar darauf liegen, dass nicht weitere Menschen nach Deutschland kommen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man jetzt mal präsentieren kann, wie sieht es denn aus, was das Thema Drittstaatenlösung betrifft. Die Bundesregierung ist seit November dran und bisher ist leider diesbezüglich überhaupt nichts passiert.
Also ein falscher Fokus in den bisherigen Maßnahmen. Sarah Bühler, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Und dann hoffen wir trotzdem alle für dieses Land natürlich, dass es dann zu Gesprächen kommt, die uns weiterbringen werden. Dankeschön. Danke Ihnen.